Namaste, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Yoga mit Nicole. Ich habe heute eine sehr sanfte Yoga-Einheit für euch, die wir hauptsächlich im Liegen und auch im Sitzen praktizieren werden. Das ist besonders gut, wenn du Probleme mit deinen Kniegelenken haben solltest oder auch mit deinen Handgelenken. Wir werden in dieser Yoga-Einheit sehr viele Materialien benutzen, also auch wenn du sehr, sehr straffe Beinrückseiten haben solltest, ist diese Yoga-Einheit gut für dich geeignet. Lege dir dazu am besten 2 oder 3 Kissen bereit. Hier kannst du natürlich auch alternativ einen Yoga-Block nehmen, der ist natürlich ein bisschen härter. Du kannst dir auch eine Decke nehmen, die ein bisschen zusammenrollen und dich da drauf setzen. Was du auf alle Fälle noch brauchst, ist ein Gürtel. Hier geht auch jede mögliche Alternative, Hauptsache etwas Langes, wo du dich daran festhalten kannst. Und dann starten wir auch schon in Rückenlage und ich wünsche dir sehr viel Spaß mit dieser Einheit. Und auch hier fangen wir auch schon an, uns ein bisschen zu polstern. Und zwar kannst du dir ein Kissen gerne unter den Hinterkopf legen und auch deine Kissen unter die Kniekehlen positionieren, um hier den unteren Rücken breit am Boden aufzulegen und auch ihn zu entlasten. Und dann lege deine Beine leicht geöffnet am Boden auf, die Füße fallen entspannt zur Seite. Und lege deine Arme neben dir am Boden ab, Handinnenflächen nach oben gedreht. Schließe deine Augen und nimm dir ein paar tiefe Atemzüge Zeit, um bei dir anzukommen. Atme nun ganz natürlich weiter ein und aus. Beginne deinen Atem zu beobachten. Verfolge den Ein- und den Ausatem, aber greife nicht in den Atem ein. Nehme wahr, wie dein Körper am Boden liegt, welche Punkte deines Körpers den Boden berühren. Spüre, wie der Einatem deine Bauchdecke ganz sanft hebt und wie sie mit dem Ausatem wieder in sich zusammensinkt. Versuche mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung zu bleiben. Vertiefe ganz sanft deinen Atem und ich lade dich ein, dass du dir mit der Einatmung vorstellst, wie du neue positive Energie in deinen gesamten Körper aufnimmst. Und wie du mit deinem Ausatmen all den Stress des Alltags von dir abgibst. Schenke dir noch 3 tiefe Atemzüge so. Und jetzt bewege deine Finger,
deine Fußzehen, kreise deine Hand- und Fußgelenke und streck dich auch einmal so richtig aus. Hole deine Beine zu deiner Brust heran. Du kannst die Beine einzeln halten, kannst aber auch deine Finger verzahnen. Und auch hier ist das Kissen von Hilfe. Wenn dein Kinn eher nach oben gestreckt ist, dann nimm ein oder zwei Kissen, um den Oberkörper ein bisschen zu erhöhen, damit du hier ganz entspannt in dieser Haltung verweilen kannst. Schenke dir hier noch drei tiefe Atemzüge. Dann löse deinen Griff auf, stell die Füße auf dem Boden auf. Wenn hier noch deine Kissen sind, dann schieb die Kissen einmal zur Seite. Strecke deine Arme nach rechts und links aus, Handinnenflächen zeigen nach unten. Und wir gehen als erstes in eine sehr sanfte Variante des Krokodils. Wir atmen hier in der Mitte ein und mit dem Ausatmen lass ganz kontrolliert deine Beine zur rechten Seite ab. Du kannst den Blick zur Decke nehmen oder nach links. Mit dem Einatmen komme wieder zur Mitte zurück. Aus, die Beine gehen nach links, Blick nach rechts. Zur Mitte ein, Beine nach rechts. Blick nach links aus, im eigenen Atemrhythmus hier hindurch fließen, schließe deine Augen und nimm die sanfte Drehung und Dehnung in deinem Rücken wahr. Mit jeder Ausatmung lässt du deine Beine ganz kontrolliert zur Seite ab und mit der Einatmung löst du dich wieder aus der Drehung, kommst ins Zentrum. Noch einmal für jede Seite. Und dann komme wieder zur Mitte zurück. Hole erneut die Knie nach oben. Greife nun mit deinen Händen auf deine Knie. Und kreise mit beiden Beinen in die gleiche Richtung. Wir kreisen über den unteren Rücken. Schließe auch hier deine Augen und nimm wahr, wie der Druckpunkt um deinen unteren Rücken herum wandert. Du dir hier eine schöne Selbstmassage gibst. Noch drei Runden hier. Und jetzt wechsel die Richtung. Kreise schön achtsam und auch nicht zu schnell. Auch hier noch drei Runden kreisen. Und zurück auf der Matte aufstellen.
breite nun erneut deine Arme nach rechts und links aus. Wir wollen nun unsere Bauchmitte ein bisschen aktivieren und dazu gehen wir in eine andere Variante des Krokodils, nämlich die Arme zur Seite ausbreiten. Löse die Füße wieder vom Boden ab, hebe deine Beine an. Und jetzt lassen wir die Beine ganz kontrolliert wieder mit dem Ausatmen zur Seite ab, legen die Beine aber nicht am Boden auf, sondern kommen gleich wieder mit dem Einatmen zur Mitte zurück. Atme hier ein und mit dem Ausatmen lass deine Beine zur Seite ab. Einatmen wieder zur Mitte, aus, kontrolliert zur anderen. Beginne relativ sanft und von Mal zu Mal kannst du dich ein bisschen weiter steigern. Behalte stets die Kontrolle. Mit dem Ausatmen die Beine zur Seite ablassen und mit dem Einatmen wieder zur Mitte kommen. Noch einmal für jede Seite. Oh, und dann stell deine Füße wieder auf der Matte auf. Als nächstes lege einmal den linken Fuß über das rechte Knie. Der linke Fuß ist geflext. Lege deine Hände auf deine Oberschenkel. Und jetzt kannst du mit der linken Hand einen sanften Druck ausführen auf das linke Bein, um hier die Dehnung und Öffnung in deiner Hüfte zu spüren. Wenn du hier jetzt noch keine Dehnung verspüren kannst, dann kannst du auch deine Hände hinter deinem rechten Oberschenkel verzahnen, den Oberkörper wieder am Boden auflegen. Und hier gilt auch, wenn dein Kopf so halb in der Luft hängt und das Kinn zur Decke zieht, nimm dir noch ein zweites Kissen, lege es darunter, du wirst merken, das erleichtert dir die Haltung und ist sehr angenehm für deinen Nacken. Dein rechter Fuß darf in dieser Haltung entspannen, der linke ist die ganze Zeit geflext. Nimm die Dehnung in deiner linken Hüfte und auch in deinem linken Po wahr. Schließe deine Augen und lenke hier noch 3 tiefe Atemzüge genau in diesen Bereich, wo du Enge spüren kannst. Ganz langsam lösen wir auf, stell den rechten Fuß wieder zurück auf und jetzt strecke mal das rechte Bein in der Luft aus, kreise dein Fußgelenk in die eine und in die andere Richtung. Den linken Fuß auch wieder aufstellen. Lege nun den rechten Fuß über das linke Knie, der rechte Fuß ist geflext und jetzt finde wieder deine Variante. Entweder hier sanfter Druck auf den Oberschenkel, oder wenn du tiefer hineingehen möchtest, greife hinter deinem linken Oberschenkel. Der rechte Fuß bleibt in allen Varianten geflext, links ist entspannt. Gib deinem Körper einen Moment Zeit, um anzukommen. Untersuche die Dehnung auch auf der anderen Seite. Und jetzt lenke 3 tiefe Atemzüge in deine rechte Hüfte, in deine gesamte rechte Beckengegend. Löse deinen Griff auf, stell den Fuß ab und jetzt streck das rechte Bein einmal zur Decke, kreise deinen Fuß in die eine und in die andere Richtung. Wir stellen beide Füße wieder am Boden auf und jetzt nimm dir deinen Gürtel
oder auch deinen Schal, je nachdem. Und wir legen den Gürtel um den rechten Fuß. Strecke das rechte Bein diagonal von dir weg aus und zieh die Fußzehen zu dir heran. Dein Oberschenkel ist leicht aktiv. Und jetzt ziehe ganz sanft an deinem Gürtel und geh bis zu dieser Stelle, wo die Dehnung für dich da ist, deutlich spürbar ist, aber natürlich noch angenehm. Wenn du möchtest, kannst du auch deinen Gürtel hier einmal um die Hände herumschlingen, um deine Hände ein bisschen zu entspannen. Wir wollen relativ entspannte Arme und Hände haben, aber eine schöne Dehnung in unserer Beinrückseite. Stell dir vor, du schiebst mit deinem Einatmen deine Ferse noch mehr nach oben Richtung Decke und mit dem Ausatmen kannst du den Zug ein bisschen verstärken. Deine Fußzehen schauen zu dir. Sie bleiben die ganze Zeit aktiv. Du kannst das linke Bein aufgestellt lassen, kannst es aber auch noch am Boden ausstrecken. Stück für Stück, lass dir Zeit. Und wenn du das linke Bein am Boden ausgestreckt hast, dann bring auch ein bisschen Aktivität in deinen linken Fuß. Es muss nicht die volle Aktivierung sein wie im rechten Bein, aber lass im linken Bein jetzt nicht locker. Und auch hier schließe deine Augen und schicke jetzt noch 3 bewusste tiefe Atemzüge entlang deiner Beinrückseite. Falls du das linke Bein ausgestreckt hast, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, es wieder aufzustellen und wir lösen alle die Spannung aus dem rechten Bein, entfernen den Gürtel und legen den Gürtel nun um den linken Fuß. Strecke dein Bein diagonal nach vorne aus, der Fuß ist geflext und jetzt ziehe sanft am Gürtel, hol das Bein zu dir heran. Geh bis zu dem Punkt, wo die Dehnung noch angenehm ist, aber auch ein Effekt der Dehnung zu spüren ist. Und dann schließe auch hier deine Augen. Die Ferse schiebst du von dir weg, die Fußzehen ziehst du zu dir heran. Das rechte Bein kannst du langsam am Boden ausgleiten lassen. Sollte es sich unangenehm anfühlen, dann stell das rechte Bein einfach wieder auf. Und jetzt schenke dir auch hier noch 3 ganz bewusste Atemzüge in deine linke Beinrückseite. Hol das rechte Bein als erstes wieder herauf und dann löse die Spannung aus dem linken. Einmal befreien, den Gürtel zur Seite legen und dann komme über die Seite nach oben in den Sitz. Und jetzt kommen unsere Kissen zum Einsatz. Setze dich als erstes auf ein Kissen, leicht erhöht. Du kannst dich auch sehr gerne auf einen Block setzen. Wichtig ist, dass du erhöht sitzt. Wir nehmen nun unsere 2 anderen Kissen. Und auch hier kannst du alternativ eine gerollte Decke unter deine Kniekehlen legen oder auch einen Yoga-Block. Setze dich einmal in die Grätsche, die Beine leicht geöffnet. Und die Kissen oder dein Polster jeweils unter der Kniekehle. Stütz dich hinter dir ab, am besten auf den Fingerspitzen und zieh deinen Rücken in die Länge. Beide Füße
sind auch aktiv, wie am Fußboden gerade eben. Und jetzt kannst du mit deinen Händen einmal zu deinem Po laufen und schiebst deinen Oberkörper Stück für Stück nach vorn und du merkst, wie sich die Dehnung in deinen Beinrückseiten intensiviert. Wenn du Probleme hast, hier gerade sitzen zu bleiben, wenn du die Hände nach vorne nimmst, dann bleib einfach hinten, stütz dich ab, nimm die Dehnung in deinen Beinrückseiten wahr und mit der Ausatmung kannst du immer ein kleines bisschen den Zug und den Druck erhöhen. Wenn du deine Hände nach vorne nehmen kannst und hier trotzdem noch auf deinen Sitzbeinknochen sitzen kannst, dann arbeite auch hier an der Vorwärtsneigung, spüre die Dehnung in deinen Beinrückseiten. Du kannst die Hände stützend vor dir aufstellen, kannst aber auch die Hände auf deinen Beinen ablegen. In allen Varianten bleiben deine Füße aktiv, du ziehst sie sanft zu dir und nimm die Dehnung in deinen Beinrückseiten wahr. Wenn du natürlich jetzt nichts spüren solltest in den Beinrückseiten, kannst du deine Polster auch entfernen oder verkleinern bis zu diesem Punkt, wo du eine Dehnung wahrnehmen kannst. Wir bleiben hier noch für 5 Atemzüge. Und wir lösen langsam auf. Stell deine Füße wieder vor dir auf. Und jetzt setzen wir uns einmal auf 2 Kissen, beziehungsweise setz dich auf ein dickes, großes Kissen. Gerne kannst du auch dich auf 3 Kissen setzen. Lege deine Fußsohlen aufeinander und setze dich so auf deine Unterlage, dass du ganz bequem oder relativ bequem aufrecht sitzen kannst. Deine Fersen sind in etwa 30 cm von dir entfernt. Wenn du Druck auf deinen Fußrücken hast oder auch auf deine Knöchel, kannst du hier auch die Decke oder auch ein Kissen darunter legen. Du musst dann aber natürlich entsprechend wieder höher kommen. Und dann lege ganz entspannt deine Hände auf deine Knie und nimm die Öffnung in deiner Hüfte wahr. Nimm die sanfte Dehnung in deinen Beininnenseiten wahr. Wenn du hier eine Stufe weitergehen kannst, dann kannst du auch mit den Händen an deinen Schienbeinen greifen, dein Brustbein noch ein bisschen aktiver nach vorne ziehen. Und dann wirst du schon merken, wie sich die Dehnung verändert. Das Ganze steigert sich natürlich, je weiter unten du greifst. Du kannst auch an den Fußzehen greifen und natürlich auch noch die Fersen etwas näher zu dir bringen. Alles das intensiviert die Dehnung und auch die Öffnung in deinen Hüften. Egal in welcher Variante du jetzt bist, schließe deine Augen und auch hier schenke dir noch 5 Atemzüge. Letzter Atemzug. Und jetzt helfe deinen Beinen sich zu schließen. Wir setzen uns wieder auf den Boden und kommen in die Rückenlage. Lege dich wieder so am Boden ab, dass du vielleicht deinen Kopf ein bisschen polsterst. Wir stellen die Füße in etwa hüftbreit am Boden auf
und die Fersen sind relativ nah an dir aufgestellt, sodass du sie fast mit den Mittelfingern berühren kannst. Wir gehen ein paar Mal dynamisch noch in die Schulterbrücke und dann halten wir sie auch für 5 Atemzüge. Los geht's mit dem Einatmen. Roll dich vom Becken aus, Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und mit dem Ausatmen lass dich wieder langsam nach unten ab. Einatmen, das Becken heben. Und aus, wieder senken. Noch 3-mal so. Spüre ganz bewusst deine Wirbelsäule. Und wir treffen uns wieder in der Ausgangsposition. Für die Haltevariante würde ich dir empfehlen, dein Kissen nun zu entfernen, damit du hier die möglichst beste Kontrolle auch in deinen Schulter-Brust-Gegend hast. Du kannst die Unterarme aufstellen, die Hände zeigen dann nach oben zur Decke und die Handinnenflächen zueinander. Du kannst hier durch die Oberarme gut Druck auf den Boden ausüben. Oder die zweite Variante: Wenn du oben bist, dann rutsche mit den Schulterblättern noch ein bisschen näher zusammen und verzahne die Finger unter dir, die Arme ausgestreckt. Das gibt dir hier auch einen wunderbaren Hebel, um dein Brustbein noch etwas mehr nach oben zur Decke zu schieben. Richte dich ein und komme mit dem Einatmen nach oben in die Schulterbrücke. Und jetzt wähle deine Variante. Entweder die Unterarme aufgestützt, Hand in den Flächen zeigen zueinander. Du kannst auch hier gerne die Hände an deine Hüfte nehmen, dir auch noch eine kleine Stütze geben. Oder du verzahnst die Hände unter dir, gibst dir hier noch einen kleinen Hebel zusätzlich. Noch 3 ruhige Atemzüge. Und langsam lass dich wieder zum Boden ab und streck dich einmal am Boden aus. Mach jetzt noch eine Bewegung, die sich für dich gut anfühlt. Ganz intuitiv, was dein Körper jetzt von dir verlangt. Roll dich hin und her oder dehne dich noch einmal in einer ganz anderen Haltung. Und jetzt richte dich wieder ein für Shavasana, für deine Schlussentspannung. Wie am Anfang kannst du die Kissen unter deine Kniekehlen legen, kannst auch ein Polster unter deinen Kopf legen. Du kannst dich auch zudecken, wenn du es ein bisschen wärmer haben möchtest. Deine Beine sind ein kleines bisschen geöffnet, die Füße fallen zur Seite, die Hand in den Flächen zeigen nach oben. Schließe deine Augen und vertiefe ganz sanft deinen Atem. Mit deiner Ausatmung lass ganz bewusst in deinem Körper los. Gib all dein Gewicht an den Boden ab. Mit jeder Ausatmung entspannt dein Körper und auch dein Geist immer mehr. Noch 2 tiefere Atemzüge.
jetzt atme wieder ganz natürlich ein und aus. Greife nicht in deinen Atem ein. Genieße für die nächsten 2-3 Minuten dein Shavasana. Vertiefe als erstes deinen Atem und jetzt beginne deinen Körper wieder aufzuwecken. Kreise deine Hand- und Fußgelenke und streck dich einmal so richtig aus. Wenn du soweit bist, dann komm nach oben in einen Sitz deiner Wahl. Schließe noch einmal deine Augen und nimm deinen Körper wahr. Schenke dir ein sanftes Lächeln und verneige dich nun vor dir selbst und sei dankbar dafür, dass du dir heute Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Wir nehmen die Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Namaste. Vielen lieben Dank
dass du heute mitgemacht hast. Ich hoffe, dir hat diese schöne, sanfte Einheit gefallen. Ich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und auch über einen Kommentar von dir. Ich finde es so spannend, mit euch zu kommunizieren. Und wenn du meine Inhalte oder meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen möchtest, dann würde ich mich auch gerne über ein Abonnement von dir freuen. Da verpasst du auch keine neuen Inhalte. Wenn du das natürlich schon gemacht hast, dann fühl dich einmal herzlich gedrückt. Vielen Dank dafür. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut!